Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Daylight. Folge 7. Wir haben gerade das Kanalisationslevel so ein bisschen durchforsten müssen. Wir kommen immer tiefer und tiefer in die Abwasserkanäle von dieser Haftanstalt. Wir decken Stück für Stück die Geschichte auf. Je mehr ich mich mit diesem Tagebuch befasse, desto mehr gefällt es mir. Ich habe angefangen, durch die Tunnel zu wandern und bin auf den alten Pumpenraum gestoßen. Ich habe gehört, dass sie das Abwasser auf der Insel hier behandeln wollten. Es zu Trinkwasser oder ähnlichem machen. Schätze, daraus ist wohl nie richtig was geworden. Egal. Des einen Pech ist des anderen Glück. Jetzt habe ich dieses nette kleine Privatbüro mit einem Schreibtisch, das ich verwenden kann, wenn Mercer es nicht braucht. Es ist fast wie meine persönliche kleine Festung. Der Bart bringt mich heute wirklich um. Leute, ich gebe euch bitte einen Rat. Lasst euch niemals so einen Bart wachsen. Wow, ist es dunkel. Ist es jetzt dunkler geworden? Was ist denn hier passiert? Echt krass dunkel hier. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Verzieh dich bloß, ey. Wird immer dunkler und bedrohlicher hier. Mercer hat mir gesagt, ich könne nicht mehr in mein Büro kommen. Er sagte, es gäbe zu viel Arbeit für mich und ich könnte nicht richtig hierher kommen. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich diesen Ort brauche, da er mir dabei hilft, mit dem Stress fertig zu werden. Wieso interessiert es ihn überhaupt? Ich kann nirgendwo sonst schreiben. Es ist der einzige Ort, wo ich die wahren Dinge in meinem Kopf hören kann. Es ist komisch. Hier unten bin ich nie allein. Es ist, als ob meine Mutter bei mir wäre. Aber sie ist vor Jahren gestorben. Hier ist irgendetwas und ich kann es nicht aufgeben. Ich glaube, ich gehöre hierher. Okay. Ist das derjenige, der hier die Zettel schreibt? Einer der neuen Wärter ist verschwunden. Wir gehen hier normalerweise nicht hinunter, aber Mercer hat uns aufgetragen, ihn zu finden. Bevor unsere Arbeit erschwert. Ich hoffe, dem Kerl geht es gut. Ich denke, so wie es hier aussieht, dem geht's nicht gut. Boah, ist das dunkel hier. Ah, hier ist das besagte Büro. Und 500 Zettel warten auf uns, um gelesen zu werden. Na, dann fangen wir mal an. Mid Island Hospital. 13. Oktober 1932. Adam Patterson. Gewartet, die Stromversorgung zur Brücke wiederhergestellt. Das müssen wir ja wahrscheinlich jetzt auch tun. Nach dem schweren Regenfall vor kurzem haben wir die Brücke fast verloren. Nicht vergessen, wenn der Wasserpegel steigt, muss die Brücke geöffnet werden. Das ist der einzige Weg, hier rauszukommen. Okay. Wenn die Stromzufuhr erneut ausfällt, muss sie wiederhergestellt werden, bevor die Brücke bedient werden kann. Alle Mitarbeiter im Pumpenraum müssen mit diesem Ablauf vertraut gemacht werden. Schließlich soll hier unten niemand festsitzen und die Fähre von der Insel verpassen. Okay, das klingt ganz nach dem Ende des Spiels? Weil wenn wir etwas wollen, dann hier runter von dieser Drecksinsel. Wir haben ihn gefunden. Wir alle wussten, er war verärgert darüber,
wie ihn einige der anderen Wärter behandelt haben. Aber die Docs haben uns gesagt, sein Tagebuch würde ihm helfen. Sein Tagebuch würde ihm helfen. Man erkennt die Punkte hier wirklich kaum. Der ist so kacke klein, dass man immer denkt, der Satz geht weiter. Ich habe es gelesen und dachte, ich finde vielleicht einen Abschiedsbrief, aber sein letzter Eintrag ergibt keinen Sinn. Ich habe den Inhalt zur besseren Übersicht hier übertragen und wir werden ihn der Polizei übergeben. Für den Fall, dass es sich um einen Code handelt. 1313, okay. 13, 1313. Ja, mal ganz ehrlich, wie beängstigend ist dieser Anblick, ey. Boah, es ist hier so widerlich dunkel. Doc, ich habe getan, was Sie mir gesagt haben. Die Aufzeichnungen von Patienten 13 wurden zerstört. Und wir haben alles, was sie jemals getragen, verwendet oder gebastelt hat, im Heizofen in der Kanalisation verbrannt. Woher wussten Sie vom alten Heizofen unten in den Tunneln? Da unten scheint seit Jahrzehnten niemand mehr gewesen zu sein. Ja, Wasser, erklär mir das mal. Warum weißt du das? Ich bin immer mehr der Ansicht, wir sind Patienten 13. Weder in einer Erinnerung oder wieder aufgewacht oder... Ach so. Ich habe jetzt den Schalter gar nicht gedrückt, um den Strom wiederherzustellen. Ey, es wäre ja mal ganz cool gewesen, wenn da ein richtiges Licht angeht. Jetzt werden wir das sicherlich gleich erschrecken. Die Brücke, auf der wir vor kurzem unsere beste Freundin gesehen haben. Zettel. Okay. Ich hoffe nicht, dass... ganz ehrlich, ich hoffe wirklich, wir sind hier kurz vor Ende und es ist gleich vorbei. Ich will als nächstes Let's Play irgendwas Angenehmeres machen hier. Das ist wirklich ziemlich anstrengend, das Spiel. Okay, kommen wir hier raus? Wir sind draußen? Auf einer guten. Okay, wir sind draußen. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir jemals hier irgendwas... Gut, Tageslicht ist es jetzt nicht, aber... Ein bisschen Frischluft hat schon was. Okay, was haben wir jetzt gemacht? Signalvorgänge gefunden. Was können wir hier benutzen? Achso. Hä? Bin ich gerade. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Können wir irgendwie nicht benutzen? Achso, wenn ich eine Fackel anmache und dann benutzen kann? Jawohl. Damit springen wir die ganze Scheiße weg. Alles klar. Kisten mit Seilen können bewegt werden. Aha, können wir hier irgendwie.
Ach, um da hochzukommen, okay. Aber erst lesen wir diesen wunderschönen Zettel, der dort hinten noch rumliegt. Oh, das ist sogar ein relativ neuer Zettel, wenn man das so will. Die anderen waren immer sehr viel älter. 19. Mai 1986, Jason Bartelli. Es wird vermutet, dass er den Sturz überlebt hat, aber später seinen Verletzungen erlegen ist. Der Verlust der Augen ist ungeklärt, obwohl manche glauben, es könnte sich während des Sturzes ereignet haben. Die Ärzte wollen eine Autopsie durchführen, aber wir werten die Angelegenheit als Unfall und wenden uns anderen Dingen zu. Natürlich die letzten zwei Zahlen wieder weggedrückt. Verlust der Augen. Mir kommt es so vor, als wäre die Alte, die uns hier verfolgt, keine Augen mehr hätte, weil das sind wie einfach nur schwarze Höhlen. Aber in dem Bericht ging es ja gerade um einen Kerl. So, Sarah. Ich hoffe, du hast keine Höhenangst. »26. Mai 86. Unerklärliche Vorfälle auf Baustelle. Mehrere Beschwerden von Arbeitern, die Dinge gesehen haben wollen.« Ich sehe die Punkte nicht. »Auf die Frage hin, was sie gesehen hätten, haben einige geantwortet, sie würden Personen aus den Augenwinkeln wahrnehmen. Doch wenn sie sich umdrehen, ist niemand da. Ein allgemeines Gefühl der Furcht und des Beobachtetwerdens scheint alle Arbeiter erfasst zu haben. Die meisten Beschwerden kommen aus der Nachtschicht.« Dort haben Arbeiter sogar angegeben, sie hätten tatsächlich Personen im Konstruktionsbereich gesehen. Scheint so, als würde diese ekelhafte Schrolle hier schon ewig verweilen. Charterboot fängt Feuer. 39. Eine weitere Tragödie erschüttert New Kipling. Diesmal hat es das Charterboot Compass Lily während einer Umrundung der Küste von Mid Island Feuer gefangen. Zu dem Zeitpunkt sollen sich 1342 Personen an Bord befunden haben. Letzten bestätigten Zahlen zufolge haben nur 332 überlebt. Die Überlebenden wurden sofort in das Mid Island Hospital gebracht und dort erstversorgt. Nie der beste Ort, um Erstversorgung durchzuführen, würde ich meinen. Findet man wirklich überall Zettel. 3. März 33, ach 7. März 33. Wir erhalten ununterbrochen anonyme Meldungen von besorgten Leuten über Leichen, die an das Ufer gespült wurden. Diese Berichte werden meist von Zeugen begleitet, die angaben, dass die Verstorbenen Gefängniskleidung tragen, die mit der Anstalt auf Mid Island übereinstimmt. Aber jedes Mal, wenn wir an den Ort des Geschehens eintreffen, sind die Leichen auf mysteriöse Weise verschwunden. Das Einzige, was uns erwartet, sind ein paar Krähen. Wir behandeln diese Anrufe bis auf Weiteres mit niedriger Priorität. Vermutlich sind es nur ein paar Kinder, die sich einen Scherz erlauben. Das glaube ich kaum. Hinten ist die Stadt. Achso, jetzt hat er. Okay, ein Bild von. Wieder von dem Krankenhaus oder. There's no escaping fate. Da ist noch ein Zettel. Und noch ein Zettel. Leute. Es tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen langweilig gerade wird. Es fließt sehr viel zu lesen hier. Laut offiziellen Berichten wurde der Unfall wahrscheinlich durch ein Problem im Maschinenraum ausgelöst. Außerdem hat man festgestellt, dass alle Sicherheitsprotokolle völlig unzureichend waren und es mehren sich Gerüchte über den geistigen Zustand des Bootsmaschinisten. Der Eigentümer der Compass Lily bekräftigte sein tiefes Mitgefühl für das, was geschehen ist, und versicherte, dass von nun an die höchsten Sicherheitsstandards eingehalten werden. Es war eine lange Woche.
und sie wird noch viel länger. Alle haben nach dem Bootsunglück Extraschichten gearbeitet. Niemand weiß mehr, was man sich noch sagen soll. Meine Schwester ist auf dem Boot gestorben, aber ich gebe trotzdem alles. Die Patienten brauchen uns, selbst jene, die nicht mehr als ausdruckslos ins Leere starren können. Selbst jene, die mit ansehen mussten, wie ihre Freunde und Angehörige wegen eines Wahnsinnigen ertrinken und dieser Albtraum immer wieder durchleben. Wir tun alle, was wir können, weil wir es müssen. Schwester Elizabeth Daniels. Von der wir auch schon mehrmals gehört haben im Verlauf des Spiels. To the edge of the miraculous. Verfolgt uns die Schlampe bis hierhin. Ein Speicherpunkt. Ich würde sagen, wir machen daraus mal eine Kurzfolge, weil hier gerade ein Speicherpunkt war. Wir haben sehr viel erfahren über ein Bootsunglück, über das, was das Hospital für die Leute getan hat, die überlebten. Hier muss echt viel Scheiße passiert sein. Und ich glaube langsam, wir nähern uns dem Ende des Spiels, aber ich kann es nicht sicher sagen. Vielleicht kommt da noch eine riesige Bombe. Mal sehen. Wir werden es erfahren in der nächsten Folge von Let's Play Daylight. Bis später, Leute.